Herzlich willkommen zurück im Mai, meine lieben Freunde, mit Timberborn. Ich hoffe, euch hat der Monat mit täglich Timberborn gefallen. Das war jetzt für mich jetzt erstmal so eine Art, wie soll ich sagen, Testlauf. Wir werden es sehen. Ich habe natürlich auch, ich bin jetzt gerade eben am Anfang des April, bei dem ich das jetzt hier gerade eben aufnehme, ne? Ich werde natürlich weiterhin auch auf eure Kommentare versuchen einzugehen, wie ich es jetzt auch in letzter Zeit immer getan habe. Und wie ihr seht, ich fange ja jetzt hier schon mit dieser Änderung hier unseres Systems an. Ich hoffe in eurem Sinne. Entschuldigung, irgendwie ist meine Stimme gerade eben belegt und ich weiß nicht warum, das war sie gerade eben noch nicht. So, nach wie vor ist aber das hier quasi immer noch das große Thema, ne? Die große Explosion, die wir herbeiführen wollen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt halt auch diese Sachen hier bauen wollen. Ihr habt mir übrigens auch geschrieben, dass es besser wäre, mehr Platz zwischen diesen Dingern hier zu lassen, bezüglich mehr PS. Wir sehen jetzt hier schon mal, dass dieser eine Kollege hier, der macht jetzt 400 PS. Das ist jetzt noch nicht so super weltmeisterlich, aber es wäre ein Anfang. Sagen wir, wie es ist, es wäre ein Anfang. Und vielleicht können wir ja sogar noch mehr da rausholen. Aber dann müsste ich hier, glaube ich, einiges umbauen. Ich müsste hier einiges direkt schon mal kanalisieren. Ich will mal gucken, ob das was zu etwas führt, ne? Also, dass ich jetzt hier vielleicht direkt schon die Kanalisierung vornehme. Ich darf aber doch nicht vergessen, dass ich den ganzen Kram hier auch ein bisschen aufstaue. Bis jetzt läuft das jetzt hier auch wunderbar raus. Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass die Nacht wieder vorbei ist, ne? Weil unsere Biberlein jetzt hier nämlich gerade eben nicht so wirklich vorankommen. Es gab auch einige Tipps, die ich nicht so hundertprozentig verstanden habe. Es gab zum Beispiel den Tipp, dass ich irgendwie eines von diesen Dingern hier separieren soll, so als eine Art eiserne Reserve. Das kann man wahrscheinlich dann machen, wenn man das Wasser hier rauspumpt, aber das ist ja etwas, was wir schon gar nicht mehr wirklich im großen Stil tun wollen. Hoffe ich zumindest, dass wir das nicht mehr tun müssen. Hier haben wir immer noch 46 cm. Ich gehe davon aus, dass wir genügend Wasser auf Lager haben werden, um das System daran zu hindern, solche katastrophalen Maßnahmen zu ergreifen. Sei es drum. Gucken wir einfach mal, wie unsere kleinen Biberlein jetzt hier erstmal weitermachen. Ne? Es wird weiterhin jetzt hier Sprengstoff produziert. Sie sind immer noch auf dem Weg hierhin und bereiten jetzt alles vor. Das sind Dinge, die getan werden müssen, wenn wir vorankommen wollen. Okay. Ah, jetzt haben sie den Kollegen jetzt hier schon gebaut. Ja, man sieht tatsächlich, dass es wirklich PS-Einbußen hat. Ungefähr um ein Viertel. Um ein Viertel. Ja, das ist eine interessante Erkenntnis. Ja, wobei... Nee, es ist nicht ganz ein Viertel. Es ist weniger als ein Viertel. Es ist eher ein Fünftel. Wenn überhaupt. Ich glaube tatsächlich, wenn man Platzmangel hat, lohnt es sich nicht wirklich, die Dinger noch weiter auseinanderzusetzen. Ich glaube, das lohnt sich dann tatsächlich nicht. Ja, ihr seht aber, dass das hier natürlich dann doch eine ganz andere Hausnummer ist. Schwierig. Der macht ja auch tausend. Also die machen halt... Jeder einzelne von denen, der macht halt... Nahezu konstant sind 1600 PS gerade eben hier. Die werden wir hier halt nie hinbekommen. Nie und nimmer. Also rein technisch gesehen bin ich der Meinung, lohnt sich dieser Aufwand hier nicht wirklich. Aber jetzt haben wir es halt schon gemacht. Jetzt ist das ja schon fertig. Gucken wir mal, wohin die PS-Leistung geht. Also der Kollege hat hier locker flockig über 400. 450 ist bei dem drin. Hier auch. Ach, guck mal, jetzt ist es überall gleich. Also sie schwanken die ganze Zeit immer so ein bisschen. Aber die liefern jetzt halt auch schon ihre 1200 PS im Schnitt. Interessanter Vorgang. Wir werden jetzt hier ein bisschen sparsamer hier an die Sache rangehen, denn wir wollen ja die Energie übertragen. Ne? Also wir müssen die Energie jetzt de facto erstmal so übertragen, dass wir sie überhaupt übertragen können. Und zwar indem wir jetzt hier diesen Weg jetzt hier setzen.
Und dann müssen wir einen Weg dort hinten hinfinden. So dumm, dass da ein oder zwei Gebäude im Weg sind. Da muss ich mir was einfallen lassen. Nach wie vor wollte ich das hier ja alles nochmal woanders hinsetzen. Ich weiß bloß nicht so hundertprozentig wohin. Man könnte es vielleicht versuchen, dahin zu packen. Mal überlegen. Die Schlepperposten würden hier reinpassen. Ich würde sogar zwei Stück hier reinkriegen. Das sind die Bauarbeiterunterkünfte. Ich könnte... Ja, aber eigentlich brauche ich das hier potenziell noch eher so als Orte, wo ich hier noch pumpen kann, ne? Ich bräuchte da Orte, wo ich pumpen kann. So, okay. Also nach wie vor suchen wir einen Ort, wo wir das hier hinpacken können. Mal überlegen. Also hier will ich es ja nicht haben. Man könnte auch versuchen, das hier irgendwie... Oder aber wir gehen halt wirklich auf die Wasserflächen, Leute. Oh! Wir sind hier leer. Wir sind über Nacht hier leer gelaufen. Oh shit. Oder? Hä? Ah nee, doch nicht. Ich habe gerade eben die ganze T gedrückt und es ist nicht weggegangen. Deswegen war ich gerade voll irritiert. Ich tückte die ganze Zeit T. Wahrscheinlich bin ich versehentlich auf R gekommen. Alles ist gut. Ich dachte gerade eben schon, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt hier 1,36 Meter Wasser auf einmal verlieren. Das wäre ein bisschen fatal gewesen. Okay, alles gut. Ich denke, dass wir tatsächlich jetzt hier weitere Flächen jetzt hier im Grunde eigentlich angehen müssen. Gucken wir mal. Erstmal sollen... Oder warte mal, wir könnten das auch hier hinten verlagern. Ja, warum denn nicht? Sind wir mal ehrlich, nutzen wir doch einfach das, was da ist. Genau, wir definieren das jetzt hier halt einfach als eine neue Zone. So. Baut das mal, meine kleinen Biberlein. Baut das mal. All das hier so hin. Eine sehr, sehr große Zone hier. Dann können wir hier die Energie leiten. Oder vielleicht leiten wir sie auch außen rum oder sowas. Ja, wir müssen es sowieso hier entlang leiten. Also wir werden einen Weg finden, die Energie jetzt hier zu leiten. Wir werden es hinbekommen. Sollen sie mal anfangen, jetzt hier das Ding hier zu basteln. Wenn ja das hier gebastelt wurde, können wir dann hier diese Dinger hier alle hier rüber verlagern. Dann machen wir da alle unsere Bauarbeiterunterkünften und unsere ganzen Schlepperposten dahin. Ach so, warte mal. Man könnte auch mal sagen, dass die hier alle erdenklichen Leute mal hier reinlassen sollen, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Tja, guckt euch mal an, wie die jetzt hier gerade eben fröhlich wuseln. Da kommen sie angesportet hier. Unsere 24 Jungs und Mädels. 7 sind immer noch arbeitslos. Also wenn ich jetzt hier den Weg habe, dann kann ich... Dann wird hier der Weg sein... Ich kann auch den Weg hier hin machen. Dann haben wir hier unsere... Ja, das ist eventuell besser. Also hier machen wir dann die erste... Hier kommt dann der Weg hin. So stelle ich mir das vor, Leute. Dann müssen wir die Energie halt irgendwann mal hier einfach nach oben übertragen. Ja, das passt am besten. Dann würde ich sagen, dass wir hier sogar nochmal eins mehr in die Breite gehen. Hier so. Genau. Dann kann ich nämlich hier Häuser bauen und hier Häuser bauen. Einfach auf Stelzen. Ich meine, ich könnte natürlich auch Plattformen, also Metallplattformen verwenden. Aber ihr seht, die kosten halt eine absurde Menge an Metall. Und diese absurde Menge an Metall haben wir einfach nicht. Nö, haben wir nicht. Also wir müssen auch irgendwann mal anfangen. Wisst ihr, was der Gag ist? Ich könnte das jetzt zur mega krassen Großindustrieanlage hier umbauen. Oh yeah. Ich habe ganz neue Pläne. Ich habe in diesem Moment komplett neue Pläne. Ja, wir bauen hier unsere Roboterfabrik auch hin. Die kommt hier hin. Aber lasst jetzt erstmal das jetzt zu Ende bauen, damit wir die Energie übertragen können. Oder aber wir machen das jetzt zu einer separaten...
Nee, wir müssen ein System hier haben. Ein System für die ganzen Maschinerien. Ich habe gerade eben darüber nachgedacht, ob wir es vielleicht irgendwie anders machen können, aber nee, wir machen hier keine fragwürdigen Experimente. Apropos keine fragwürdigen Experimente, das sieht doof aus so. So, okay, okay. Dann macht mal weiter, meine kleinen Biberchen, jetzt am nächsten Morgen. Wir haben wieder 6,1k Nahrung. Das ist fantastisch. Wir haben genügend Beeren. Wir haben jede Menge fermentierte Maniokwurzeln. Wir haben jede Menge fermentierte Sojabohnen. Mangroven haben wir auch genug. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir halt auch noch Maisrationen hochbekommen und Kohlrabi. Ich bin überrascht, dass die Maisrationen so schnell angenommen werden. Und wir brauchen natürlich dann auch noch einen Ort, an dem wir noch mehr... Ah, die Auberginenrationen, das macht ihr ja. Die werden so krass gegessen, ey, ich sag's euch. Ich bin echt überrascht, wie krass die gegessen werden. Ja, wie gesagt, lassen wir sie jetzt erstmal hier gerade eben wurschteln, ne? Wir können auch im Grunde jetzt schon mal sagen, dass wir hier die Energieübertragung schon mal einplanen. Einmal, zweimal... Ja, ich rechne mal so ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht könnte sich das später auszahlen. Ich meine, vielleicht machen wir ja nochmal einen hier hin. Vielleicht verlängern wir das Ganze nochmal. Wir werden sehen. Solche Möglichkeiten sollte man sich immer offen halten. Wie viel Wasser haben wir noch? Oh, nur noch 1,12 Meter. Wow, das geht schneller als gedacht. Also gut, dann... aktivieren wir die Pumpernickel hier mal wieder ein bisschen. Gut, wir haben momentan nur noch zwei von ihnen. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. Hier nochmal einen Flüssigkeitsableiter hinzumachen. Haben wir wenigstens schon mal drei. Ich meine, die haben drei Stück waren eigentlich immer zu wenig früher. Kann ich hier noch irgendwo einen hinmachen? Ich glaube nicht, oder? Ich bezweifle, dass ich den hier reinklemmen kann. Was, das kann man? Okay, das ist beeindruckend. Aber die Frage ist, ob das hier Sinn macht. Das ist die viel größere Frage und ich sage nein. Hier könnte man auch noch mal einen hinmachen. Ich den irgendwie hier noch rein. Ja, wirklich bringen tut's nix. Aber wir brauchen halt hier die Benetzung. Also der hier ist auf jeden Fall wichtig. Also hier, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir hier noch einen hätten. Ich mach da noch einen hin. Und der wird jetzt hier irgendwie darüber verkasematuckelt. So auf die Art. Genau. Also macht mal, Freunde. Es ist morgen. Leget los. Als allererstes müsst ihr jetzt erstmal das jetzt hier also machen. Und ab jetzt wird hier wieder Wasser gepumpt. Es ist schon wieder so, dass ich jetzt das hier gerade eben nicht wegbekommen habe. Jetzt geht's wieder. Okay, keine Ahnung warum. So. Hoffen wir mal. Na, ihr seht, es ist schon sehr, sehr flach, das Wasser inzwischen. Jetzt versuchen wir halt einfach das Unvermeidliche wieder mal herauszuzögern. Ich sehe es kommen, ne? Wir brauchen noch mehr Wasserspeicheroptionen. Viel mehr. Also ich meine, wir werden nicht verdursten, ne? Hier der sekundäre Tank, der macht seinen Job ja auch. Man könnte den theoretisch sogar auch noch weiter vertiefen, wenn man es wollte. Schon wieder Feierabend? Wahnsinn.
wollte gerade schon sagen, sie haben es nicht mal geschafft, das hier fertig zu bauen. Ein 12-Stunden-Tag scheint nicht aus... Oh Gott, jetzt ist alles trocken. Jetzt ist alles trocken. Ja, das ging schneller als gedacht. Und wir müssen noch 5 Tage jetzt hier durchhalten. Es wäre nice, wenn ihr... Boah, wie schnell... Sag mal, wie krass ist denn die Trockenheitsphase gerade eben, muss ich mich ehrlich gesagt gerade fragen. Das ist ja brutal. Wir haben wieder 3 Obdachlose. Eieieiei. Dann gehen wir mal dagegen wieder vor. Gehen wir dagegen wieder vor. Ich kann übrigens das hier irgendwann auch nochmal ändern. Ah nee, kann ich nicht. Oder? Doch, müsste doch gehen. Wenn ich hier diese Wege wegmache, dann bekomme ich nämlich mehr von den Dingern hier rein. Oh ja, das werden wir tun. Ich habe eine lustige Idee. Die hier querstellen. Weil jetzt, wo wir diese Wege hier haben, brauchen wir das jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt hier mal direkt schon mal hier so rüber. Nur um euch zu zeigen, wie ich das meine. Hier mache ich den hier schon mal weg. Dann hier den Weg weg. Den hier lassen wir. Ihr werdet sehen, warum. Und den hier machen. Ah ne, warte mal, das geht nicht so. Der hier muss auch weg. So, und jetzt kann ich nämlich... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier die Dachterrasse. Genau, hierhin verlegen. Wir verlegen jetzt hier die Dachterrassen. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, ich weiß, ihr habt mir Tipps gegeben, wie ich das hier beschleunigen kann mit dem Drehen und Wenden und was weiß ich was. Es ist mir gerade eben too complicated, das jetzt hier sofort umzuwandeln. Ich will das jetzt hier von Hand machen. So. Lass dem alten Mann seine Methoden. Okay. Dann müssen wir aber das alles nochmal umbauen. Was aber nicht die Katastrophe ist. So, einmal. Es ist. Jetzt sind die hier drin gefangen. Ah, ne, gefangen sind sie nicht. Also raus kommen sie immer. Das ist die gute Nachricht. So, 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 so. So, 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 so. Also gut, dann können wir hier nochmal eine weitere Dachterrasse so setzen. Dann setzen wir hier nochmal eine weitere Dachterrasse. So, und der Gag ist, jetzt ist der Weg hier rein ein anderer. Schon haben wir einen Weg hier rein. Und das hier kann dann auch genutzt werden. Ich behaupte, wir haben jetzt mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorher waren es, glaube ich, nur 4 oder 5. Sammelt auf jeden Fall mal diesen ganzen Klabberaditsch ein, Freunde. Okay, an das hier kommt man gerade eben nur noch bedingt ran. Wir pausieren das hier kurz mal. Aber im Großen und Ganzen möchte ich, dass diese Dinger jetzt hier an erhöhten Priorität gebaut werden. An höheren Priorität als das hier. Okay, wir haben jetzt hier wieder die Benetzung, aber sie ist halt leider nicht überall. Das ist echt doof. Der ist noch nicht priorisiert von Schleppern, das müssen wir noch einrichten. Und der muss auch von Schleppern priorisiert sein. Ich stelle fest, dass diese Pumper hier nicht mehr ausreichen. Ich brauche nochmal einen tiefen Faulwasserpumper. Nicht zu glauben. Wir verbrauchen mehr, als wir hier haben. Ne? Das ist krass. Wobei auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ne? Irgendwann mal werden wir auch genug davon haben. Wir kommen hier gerade eben ganz gut voran. Es fehlt nicht mehr so viel, Leute. Also es werden wohl mehr als 2 oder 3 Folgen sein. Aber wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Das Schwimmen ist nicht mehr möglich. Schade. Ach so, ja, und nicht vergessen... Die brauchen wir dann hier natürlich auch nochmal Zugang. Und dann können wir hier auch wieder Dinge hinsetzen, die dann wiederum zur guten Laune beitragen. Der hier zum Beispiel, die Biberbüste, wird hier einiges beitragen.
Der Fackelomat. Ja, der ist eher so was für die Zukunft gerichtet. Was fehlt denn den Bibern am meisten von dieser Sache? Dach hat nicht jeder. Wir haben auf jeden Fall genügend Sträucher, Laternen. Man könnte auch einfach noch ein paar Kratzer aufstellen. Klingt blöd, ist aber so. Na, wenn sie die anderen Boni alle schon haben, dann machen wir einfach noch mal ein paar Kratzer hin. So, sie haben die Mats eingesammelt, jetzt können sie auch hier wieder loslegen, gut. Bleiben wir an der Sache dran. Der Gag an der ganzen Sache ist, dass es eigentlich genügend Kratzer, glaube ich, gibt. Sie werden teilweise einfach nur nicht benutzt. So, jetzt seht mal zu, dass ihr das baut, Freunde. Genau, hier ist die erste Dachterrasse jetzt schon mal fertig. Dann könnt ihr jetzt hier die zweite machen. Das kostet uns ja nur normale Holzblöcke. Ne? Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht das große Problem. Aber ich glaube, sie sind auch an anderen Sachen dran. Das hier hat auf jeden Fall jetzt hier super funktioniert. Ah, endlich, Leute, endlich. Ich kann jetzt hier endlich auch noch mächtiges Badabum jetzt hier veranstalten. 1, 2, 3. Genau, und da kommt der Kollege dann da drauf. Bitte die hier mit maximaler Priorität beliefern. Sodass wir das jetzt hier begrünt bekommen. Ja, hier fehlt halt einfach noch einer, mit dem ich hier noch Wasser runterlassen kann. Genau irgendwie hier. Dann hätten wir wahrscheinlich hier eine einigermaßen geschlossene Wasserdecke. Ihr seht, das meiste schaffen wir jetzt hier grün zu halten. Das meiste, nicht alles. Das bleibt auf jeden Fall hier immer noch eine Herausforderung. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die hier ewig lassen soll. Kann gut sein, dass ich mich dann irgendwann mal dagegen entscheide. Ah, jetzt sind sie hier schon ganz stark am Start. Ach, weil sie alles jetzt hier schon gemacht haben. Cool. Dann erhöht jetzt hier nochmal die Priorität für diese Dinger hier. Die sind überraschend komplex. Mich wundert es übrigens, dass die Dinger nur Bretter fressen und keine Zahnräder, wenn man bedenkt, dass die sich drehen. Ja, auf jeden Fall sind die hier oben jetzt sehr, sehr beliebt. Immerhin etwas. Wie geil da die jetzt hier in diesem Windtunnel sind. Da passen schon einige rein. Oh Gott, wie viele auch hier reingehen. Es sind schon sehr, sehr effiziente Gebäude. Was ich sehr, sehr gut finde. Man könnte auch das hier noch wegsprengen, um hier noch Platz zu schaffen im Notfall. Ist nur so eine Idee. Naja, immerhin läuft das jetzt hier mit der Nahrung, ne? Die Nahrung läuft, das finde ich gut. Der eine Kratzer ist schon ready, jetzt machen sie den anderen Kratzer. Jetzt müsste eigentlich auch das hier schon explodierbar sein. Jawohl, da ist es. Sprengen. Und dann sofort jetzt hier einen Wasserableiter da rein. Mit maximaler Priorität, damit das hier so schnell wie möglich geht. Dann möchte ich gerne verhindern, dass hier unsere kleinen Biberleien hier allzu lange obdachlos sind. Und jetzt müssen wir sowieso nur noch 2,7 Tage durchstehen. Ja, wir kriegen das hin. Das sieht gerade eben ganz gut aus. Frage ist, wo ich noch einen weiteren Wasserbottich noch hinplanen kann. Und theoretisch könnte ich hier auch noch welche hinmachen. Aber ich wollte eigentlich da noch weitere hydroponische Gärten hinmachen. Ja, den macht ihr halt, wenn es soweit ist. Ja, aber guck mal, wir kommen jetzt hier schon richtig gut voran. Hier drehen sich sogar schon ein paar Sachen. Sehr schön.
Das ist angenehm. Okay, dann machen wir euch noch hier so hin. Wie viel macht ihr eigentlich gerade inzwischen? Ja, immer so an die 400 PS. Eh, ganz im Ernst. Jedes bisschen ist ein wertvoller Beitrag, den wir gerne mitnehmen. Immerhin sind wir jetzt hier immer noch stabil, immer um die 50 rum. Immer noch 8 Arbeitslose. Ich glaube, dass ich hier wahrscheinlich sogar noch mehr reinkriege als ursprünglich hier. Naja, wir werden es gleich sehen. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Weg hier. Ich kann das jetzt hier alles auch schon mal planen, ne? Wie ich das jetzt hier vorhabe. Also hier müssen wir auf jeden Fall um die Ecke. Das hat es natürlich dahin gemacht, weil er gerade eben gespeichert hat, in dem Moment, wo ich klickte. Also, so. Dann muss das hier nach oben, dass wir hier dann drüber kommen. Da muss die Energie dann ab jetzt von oben entlang laufen. Und dann können wir hier schon mal die ersten Bauarbeiterunterkünfte hinplanen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf. Ich kann daraus direkt 5 machen. Und dann machen wir die Schlepperposten hier direkt gegenüber. 1, 2, nein, nicht so. Die können wir direkt gegenüber setzen. 4 und 5. Das ist der Plan, Leute. Aber wie gesagt, das hier muss jetzt erstmal nochmal pausiert werden. Nicht, dass hier auf verrückte Ideen kommen. Erst muss das jetzt hier gesetzt werden. Dann lasse ich das hier noch offen, dass man hier theoretisch noch rankommt, falls wir das irgendwann mal nochmal erweitern wollen. Und dann werden wir die hier, wie gesagt, abreißen. Und dann andere hier, also andere Sachen hier noch hinplanen. Theoretisch könnte man da auch dann die Roboterfabrik hinmachen, weil es dann direkt hier quasi an der Energiestraße sich befinden wird. Naja, alles zu seiner Zeit. Wie so oft alles zu seiner Zeit. Und wir haben immer noch keinen Weg gefunden, uns jetzt hier darüber zu arbeiten. Bleibt dabei, das ist hier alles andere als angenehm. Man könnte das hier mit 2 Wasserableitern füllen. Das hier müsste man auf jeden Fall wegsprengen. Das alles hier. Und das hier würde ich am allerliebsten irgendwie auffüllen. Ich muss irgendwann mal den Erdbagger irgendwo mal hinbauen. Warum nicht hier? Kommt mir gerade eben so als Idee. Ja, oder aber hier. Hier könnte man auch den Erdbagger hinmachen. Ganz im Ernst. Hier tut er am allerwenigsten weh. Mal gucken. Wo ist der Erdbagger? Wie so oft finde ich ihn nicht. Das ist die effiziente Mine. Kontrollturm, irgendwas Gedöns. Hier, Erdbagger. Oh, das ist interessant. Der hat einen Höheneingang. Das heißt, das brauche ich ja gar nicht. Moment schon mal. Der hat einen Höheneingang. Ja, okay, ich habe soeben den perfekten Ort für meinen Erdbagger gefunden. Besser kann es ja fast gar nicht sein. Dann brauchen wir nur noch einen Ort, an dem wir dann die Erde einlagern können. Klingt zumindest danach. Boah, nur noch einen Tag überstehen. Zum Glück gehen die Pflanzen so schnell nicht drauf. Ah, guck mal, wir haben es hier begrünt. Wir haben es begrünt, Leute. Ja, hier oben hat es leider nicht so viel gebracht. Ich komme zu dem Schluss, dass wir das hier oben auch machen sollten.
Ja, sollten wir. Also gut, das heißt, wir machen hier drei Bäume raus. Die kommen hier weg und dann springen wir auch nochmal, dann machen wir auch nochmal einen Wasserableiter hin. Diese Pflanzen sollen halt kontinuierlich wachsen. Ja, und hier... Ich finde das so krass, dass das hier original nichts gebracht hat. Moment, kann ich nicht einfach hergehen und... Nee, das hier hat wirklich nichts gebracht. Gehen wir mal kurz mal da runter. Nee. Ich bin gerade hart irritiert, wie das hier sich schon wieder hier reingeschlumpft hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, schade. Also die hier sind phasenweise halt dann immer wieder tot. Kann ich jetzt nicht viel dagegen machen. Na gut. Aber jetzt... Oh, jetzt haben wir endlich das hier geschaffen, Leute. Geilo. Es beginnt. Ein kleiner Traum wird wahr. Seht ihr, sie haben auch das da oben jetzt hier schon alles angebracht. Dann müssen wir jetzt... Ich glaube, wir werden einfach diese Straße hier noch behalten. Dann müssen sie das jetzt hier nur noch hier rüber bewegen. Einmal dahin. Einmal hier um die Ecke und dann von da oben einfach dann anschließen. Also das heißt, wir planen das jetzt hier gerade eben schon mal, noch in dieser Folge. Dum, 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 dum. Zack, zack, zack. Da kommen sie auch noch ran, das ist das Gute. Dann gehen wir dahin und wieder dahin und dahin und wieder dahin. Und dann werden wir das hier einfach dann anschließen. Ach Gott, ich... Wobei doch, das geht. Das geht, Leute. Das geht. So geht das. Um das dann hier wieder runterzuführen. Aber alles zu seiner Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ihr seht, ne, wir haben weiterhin große Pläne. Wenn ihr übrigens die ganzen Folgen schon jetzt im Mai sehen wollt, dann lade ich euch recht herzlich ein. Werdet Kanalmitglied bei mir, entweder in der Stufe Merplit, dann könnt ihr einfach alles vorher schon sehen. Oder wenn ihr sogar Teil der Gesellschaft sein wollt, zu diesen Bibern euch hinzugesellen wollt, dann werdet gerne auch Kanalmitglied in der Stufe Freiwillige vor. Dann füge ich euch bei der nächsten Aufnahmesession hier ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.